Die Vereinten Nationen haben am Sonntag in Zusammenarbeit mit den palästinensischen Gesundheitsbehörden mit der Polio-Impfung von 640.000 Kindern im Gazastreifen begonnen. Israel und die radikal-islamische Hamas hatten sich auf kurze Feuerpausen verständigt, damit die Impfung gegen Kinderlähmung während des seit 11 Monaten dauernden Krieges im Gazastreifen überhaupt möglich ist. An 3 aufeinanderfolgenden Tagen sollte in verschiedenen Zonen nicht gekämpft werden, damit die Kinder die Schluckimpfung erhalten können. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Die Kinder kommen an, die Familien sind hier, die Impfungen verlaufen gut. Wir haben die Impfungen in einzelnen Kühlboxen, um die Hitze des Tages abzuhalten. Bisher scheint es im Gazastreifen ruhig und friedlich zu sein. Die Feuerpause, die wir für die Durchführung dieser Impfkampagne brauchen, hält bisher an. Und wir werden sehen, wie sich die Dinge in den kommenden Tagen entwickeln. In dem völlig zerstörten Küstenstreifen sind die hygienischen Bedingungen katastrophal. Krankheiten können sich unter den abertausenden obdachlos gewordenen und schlecht versorgten Menschen rasch ausbreiten. Im August hatte die Weltgesundheitsorganisation bestätigt, dass ein Baby durch den Poliovirus Typ 2 teilweise gelähmt sei. Dies sei der erste derartige Fall in dem Gebiet seit 25 Jahren. Die WHO erklärte, dass die Feuerpausen voraussichtlich auf einen 4. Tag verlängert werden müssten. Unter diesen Bedingungen, in denen wir leben, mit den Krankheiten, die sich unter den Kindern ausbreiten, ist die Impfung jetzt sehr wichtig, um unsere Kinder zu schützen. So Gott will, wird in diesen Tagen des Krieges der Frieden für alle herrschen. Wenn die Kampagne Erfolg haben soll, müssen der WHO zufolge mindestens 90% der Kinder 2-mal im Abstand von 4 Wochen geimpft werden.